Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Rising 2 und wir machen die nächsten Missionen. Normalerweise sollten wir jetzt einen Anruf kriegen, denn, yep, hier ist er schon. Wir müssen natürlich wieder jede Menge Menschen retten. Also, was haben wir hier? Eine neue Mission. One Man's Trash. Und soweit ich weiß, müssten wir hier eigentlich noch zwei Überlebende finden. Den Baseballschläger hier drüben sollte man immer mitnehmen. Was haben wir hier? Lost. Okay, machen wir. Wir machen alles. Wir werden jeden retten. Okay, wie Chuck seine Mami. Oh Mann, ich hasse Zombies. Aber ich liebe sie auch. Es ist so eine Hassliebe. Ich meine, jeder liebt Zombies. Zumindest, wenn man sie erledigen kann. Aber wenn sie deine Freunde essen oder dich, dann hasst man sie. Erstmal hier noch die Weiber wegklatschen. Und dann hier drüben hin. Normalerweise sollten wir jetzt hier zwei Menschen finden. Einmal die hier. Und einmal einer hier drüben. Der gute Gordon, der am Heulen ist. Ach Gordon, was ist denn los? Na, rede mit mir. Okay, der ist am Ende. Er sucht seine Frau. Okay, wir helfen ihm. Also, wo könnte deine Frau sein? Man hört sie von hier. Ach, hier drüben ist sie ja, Gordon. Wie konntest du die nicht hören? Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich habe sie von hier gehört. Klar und deutlich. Sie hat geschrien, hallo, ich will was zu essen. Boah, die Frau geht ab. Die knüppelt hier die Zombies weg. Auch eine sehr coole Sache hier mit dem Bild. Das nenne ich Kunst. Leben retten. Okay, reden wir. Real Talk. Alles klar, die beiden hier haben wir wieder vereint. Und wir nehmen sie sogar mit. Und wir müssen schauen, dass wir hier Schusswaffen finden. Denn so haben wir eine kleine Armee. Ach Gordon, stell dich doch nicht in meinen Weg. Nimm mal hier so ein Steak, Gordon. Gordon, nimm mein Steak. Oh yes, Gordon. Nimm ein Schnitzel in die Hand, Gordon. Kann man falsch verstehen irgendwie. Was könnten wir denn Gordon geben? Den Baseballschläger, den nimmt er nicht. Meinen Hammer nimmt er auch nicht. Mal hier drüben hingehen. Und lange trödeln sollten wir auch nicht. Denn wir wissen ja, ich habe immer so ein bisschen die Zeit im Nacken. Also, Gordon. Wie wär's hiermit? Eine Lavalampe. Gordon, was meinst du? Alles klar, nimmt er. Gut, so, die nächste Mission. Und zwar machen wir als nächstes Lost von der Zeit her. Ich denke, das gibt am meisten Sinn. Wo genau müssen wir denn da hin? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen nach draußen gehen. Und die andere Mission ist direkt hier drüben. Gut, dann machen wir die andere zuerst. One-Man-Story. So, Mädels. Gordon ist ein Mädel. Zählt auf jeden Fall als Mädel. Neben seiner Frau hat er nämlich gar nichts zu melden. Nochmal hier die Kaffeesahne mitnehmen. Ah, ich liebe den Baseballschläger. Der ist so eine sichere Nummer. Er macht Laune. Oh yes. Titten gibt es ja auch. Du sagst es. Ah, hier drüben gibt es sogar einen Bogen. Stimmt. Aber ich glaube, der ist Crap. Gordon, wie wär's mit so einem Speer? Das ist ein kleines Upgrade. Alle mir nach. Ich und meine Armee.
Den hier noch aus dem Weg geräumt. So. Ich finde den Pfeil hier oben auch immer so ein bisschen buggy. Eben gerade wollte er nach links zeigen, aber wir müssen definitiv nach rechts. Ein bisschen merkwürdig. Wir brauchen unbedingt später mal einen Rollstuhl und eine Batterie. Das ist auch eine sehr feine Sache. Okay. Aus dem Weg. So, alle hier. Wo ist Gordon? Gordon. No, Gordon. Was ist los? Deine Frau kann's. Warum kannst du es nicht? Und raus hier. So, diese One-Man-Trash-Mission müsste eigentlich die Mission sein mit dem Pawnshop. Da können wir uns direkt auch mal umsehen, denn da kann man einige Dinge holen, die doch ganz nützlich sind. Und wir haben ja ziemlich viel Geld. So, Männer, mir nach. Oh, der dicke Zombie. Aber die Leute hier sind gut. Die hauen zu. Die hören auf dich, die bleiben nicht so viel hängen. Das ist also wirklich die beste Verbesserung hier. Na, warte mal, hier drüben können wir jemanden retten. Alles klar, Chat mit der Shotgun. Ich mag Menschen mit Shotguns. Nicht wahr, Chat? Lass mal reden. Eine Minute, ich helfe dir. Wir holen die ganz schnell hier alle weg. Gordon, nicht immer in meinen Schläger reinrennen. Also, Chatty Boy. Der ist ziemlich gut mit seiner Shotgun. Okay, den nehmen wir mit. Normalerweise sollten wir den kriegen. Erstmal die ganzen Zombies aus dem Weg räumen. Dann geht's ein bisschen schneller. Das alte Spiel eben. Menschen retten. Na, wie sieht's aus? Okay, wir müssen wirklich alle killen. Naja, so viele sind's ja gar nicht mehr. Was für eine Sauerei hier. Der Boden sieht aus. Warum denn? Gordon, warum? Wir sind Freunde. Der will einfach nicht mitkommen. Ich räume mir noch den Rest aus dem Weg. So. Jetzt sag mal, wie sieht's aus? Oh, der nächste Zombie, das hasse ich so. Alles klar, jetzt haben wir ihn. Let's go. Na gut, wir haben den Mann mit der Shotgun. Und hier drüben habe ich eine Knarre gesehen. Und die sollte man auf jeden Fall hier Gordon geben. Der kann damit umgehen. Glaubt mir, Freunde. Und wenn wir schon mal hier sind, hier gibt es Getränke, die sollten wir auch so ein bisschen verteilen an die Leute. Chat, ich denke, du brauchst eine Cola. Sieht hier sehr stark nach Cola aus. Jeder kriegt hier mal eine Cola. Das Gute ist nämlich, die NPCs haben endlos viel Munition. Das bedeutet, wenn man sie hier einmal mit einer Waffe versorgt, dann können sie ballern bis zum geht nicht mehr. Man sieht es hier, 20 Munition drin. Nimmt auch nicht ab. Was höre ich da hinten? Klingt wie ein Dino. Was ist denn los, Chat? Der betet mich an. Okay, das reicht. Wir trinken auch noch was. Und dann gehen wir weiter. Ist genug hier. Aus dem Weg. Hurry up. So, da wären wir drin. Und hier können wir immer wieder rein. Und wenn wir mal keinen Zombrex haben sollten, wenn es mal wirklich eng wird, können wir hier eins holen, ohne Probleme. Was haben wir hier? Eine neue Nachricht, und zwar Welcome to the family. Und ich würde sagen, wir holen eins.
Ja, hier sieht man, die Dinger werden teurer, aber man kann sich hier mal im Notfall bedienen. Wenn es wirklich irgendwie unbedingt Sombrex braucht, man braucht es ja jeden Tag einmal, 24 Stunden, hält die Wirkung und oh, wie niedlich. Und da muss man sich eben Neues holen für Katie. Aus dem Weg! Alle mir nach! Gordon, hier drüben ist noch eins. Kannst du dir nehmen? Ding, ding. Dann, wo gehen wir hin? Moment, Planung. Wir machen jetzt hier. Moment, ich brauche die Karte. Wir machen hier auf jeden Fall die nächste Mission hier drüben. Das war Lost, ne? Soweit ich weiß. Das war Lost. Da gehen wir hin. Au! Meine Güte! Keep moving. Was zur Hölle ist da hinten? War da irgend so ein Dino oder sowas? Okay, Leute, mir nach. Vertraut mir, ich habe den Plan. Aber ohne Stützräder kann ich nicht fahren. Die brauche ich schon. Oh yes, ich bin so cool. Ich bin der Coolste hier in der Gegend. Boah, ich würde so gern jetzt hier so ein Wheelie machen. Einfach hier durch. Zombies aus dem Weg. Da hinten ist eine schöne Frau. Die können wir jetzt beeindrucken. Doris. Oh, die sieht nice aus. Guck mal hier, ich habe ein geiles Fahrrad. Ich kann klingeln. Ich bin ein echter Gangster. Nehmen wir die jetzt mit. Normalerweise gehört die zu Chad. Seine Tochter wahrscheinlich. Andererseits, er ist so ein reicher Mexikaner. Texaner natürlich. Ist ja ein kleiner Unterschied. Irgend so einer, der nach Öl bohrt. Mann, hat die Titten. Aber sie grunzt. Ganz schön Abtörner. Ist halt die Frage, was man will. Wow, 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 Lady. Also die Doris, die gehört mir. Chandra, kannst du haben, Gordon. Die sieht ja auch ein bisschen mitgenommen aus. Was ist denn jetzt los? Kommst du mit oder nicht? Safe House. Yep. Yep. Weiter geht's. Gut. Die hat eine Knarre in der Hand. Willkommen in der Armee. Alles klar, die nächste Mission. Wir gehen erstmal hier drüben hin. Hier ist so ein bisschen ruhig unter der Palme. Und dann schauen wir mal, was machen wir denn? Machen wir die hier. Und weiter geht's. Komme ich hier nach oben? Yes, Mann! Wahnsinn! Immer der Klingel nach. Ich mähe den Weg frei. Welcome to the family. Nein! Mein Fahrrad zerstört und meine Nudel. Boah, jetzt glaube ich sie weg hier mit der Lavalampe. Alles klar, Männer, mir nach. Wir müssen den nächsten Menschen retten. Okay, wir kommen gut voran. Bis jetzt haben wir jeden gerettet, den man retten kann. Noch habe ich keinen verpasst. Oh, hier drüben, ein Baseballschläger. Nice. Der hat einen Rucksack. Keep it moving. Okay, die nächste Mission müsste eigentlich hier ganz in der Nähe sein. Danach suchen wir uns auch mal neue Klamotten. Ich meine, der Look ist zwar ziemlich cool, so Shaun of the Dead mäßig. Kann sich sehen lassen. Don't fall behind. Na, die Karre hier, die lassen wir mal drüben. So, wir sind hier und für die nächste Mission. Hier geht's hin, wenn wir die Story machen wollen, das weiß ich. Und die nächste Mission scheint wohl doch ziemlich weit weg zu sein. Okay, ganz hier oben. Wow, ein sehr weiter Weg. Gut. Stick with me. Dann gehen wir hier durch.
Dass wir so ein bisschen was von den Casinos sehen. Aber ich denke, in so einer Zombie-Apokalypse, ich wäre genau der richtige Mann. Der perfekte Anführer. Ich verteile das Essen. Ich verteile die Frauen. Die Guten mir. Die anderen für die anderen. Ah, sind alle hier? Gott. Okay, wir haben sie alle. Und alle sehen relativ fit aus. Hat jemand Hunger? Hier gibt's Dorsch. Meine schwarze Schwester hier drüben. Die könnte sowas gebrauchen. Aber die prügeln hier gerade alle wieder so wild rum. Man kommt nie dazu, sie zu versorgen. Immer am Kämpfen. Alles klar, mir nach. Ach ja, die Weiber. Sie lieben mich. Hier in dem Laden gibt es auch ziemlich coole Minispiele. Kommen wir irgendwann noch hin. Keine Panik. Oh, hier drüben ist eine Knarre. Ah, die nehmen wir mit. Noch hat nicht jeder eine Gun. Ich sag ja, die Leute hier, das ist eine richtige Armee. Kann man leider nicht anders sagen. Okay, der ist weg. Rennen, rennen, rennen. Ah! Ich weiß gar nicht, wie viele Leute man gleichzeitig mitnehmen kann. Aber soweit ich weiß, wenn man 8 auf einmal hat, gibt es irgendeinen Erfolg. Also man kann, glaube ich, so viele wie nur möglich mitnehmen. Irgendwann muss man sie so oder so abgeben, weil man ja wieder zurück muss. Gut. Irgendwo da drüben hin. Ah, warte mal. Wir sind hier wohl ganz in der Nähe. Wir müssen nach oben. Gut, gehen wir nach oben. Hier muss es doch neue Klamotten geben. Ich meine, wir sind doch hier so ein bisschen im Einkaufszentrum. Was haben wir denn hier drüben? Oh yes, stimmt ja. Richtig geiler Shit. Sweet. Sweet. Yep, hier gibt's coole Sachen. Jetzt können wir die Leute mal so richtig ausrüsten mit Shotguns. Denn anders wie im ersten Teil kannst du dir hier so viele Sachen mitnehmen, wie du willst. Granaten, Shotgun, hier ist wirklich alles dabei. Wer will einen? Moment, erstmal heilen. Erstmal hier einen Fisch. Erstmal so einen Fisch in die Hand. Gut. Gerne. Und jetzt, weil du so ein nettes Mädchen bist, say what, kriegst du eine Shotgun. Shotgun. So. Und dir hier drüben gebe ich auch eine. Ich vertraue dir. Na, hier haben wir noch den Helm. Alles klar, ich bin gerüstet. Bereit für alles. Noch was trinken. Kaffee, Sahne. Na, die geht irgendwo da unten hin. Cool. Granaten. Warum nicht? Okay. Wo zur Hölle finde ich die Leute, die ich hier gerade suche? Der Pfeil hat auf jeden Fall gesagt, wir sollen nach oben gehen. Aber hier sieht man schon, im ersten Teil wäre ich verzweifelt, im ersten Teil wäre ich durchgedreht, so viele Menschen hier durch die Gegend zu ziehen. Aber hier ist es richtig cool, weil man hat so eine kleine Armee. Man hat so eine kleine Armee, man kann es nicht anders sagen. Und jetzt? Ah, hier drüben, ich höre jemanden. Kenneth schreit hier um Hilfe. Wo ist der denn? Ist der im Weinladen? Hm, wir sollen nach unten gehen. Also doch irgendwo da unten. Kenneth! Boah, 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 Mann!
Ah, der ist da hinten drin. Genau. Noch so ein Waffenladen. Auch ein saucooler Laden. Okay, Kenneth. Sorry, musste sein. Er war im Weg. Lass uns reden. Jack hier drüben mit dem Ritterhelm. Real Talk. Okay, Moment. Der Helm? Reden wir mal mit ihm. Okay, okay, okay. Alles klar, den hätten wir und Kenneth hätten wir dann auch. Normalerweise gehören die zusammen, genau. Und den können wir hier auch bewaffnen. Was haben wir denn hier so? Der Bogen. Ich glaube, den können wir nicht geben, aber ich weiß es nicht. Upsi Baby, hat da gerade jemand gesagt. Boah, cool, der kann den Bogen nehmen. Nee, kann er doch nicht. Schade. Ja, der Bogen, der ist eigentlich Müll. Na gut, dann nimm hier so einen Speer. Wie sieht's aus? Ein Speer? Alles klar, will er haben? Meine Armee! Wo gehen wir hin? Wir machen jetzt, glaube ich, die nächste Mission. Und dann gehen wir zurück zum Safe House. Dann haben wir hier eigentlich schon alle gerettet, die wir retten müssen. Dann sind wir eigentlich schon wieder durch. Und dann kümmern wir uns so ein bisschen um die Story natürlich, dass wir da vorankommen. Denn wie man sieht, es ist schon wieder gelb. So viel Zeit habe ich leider auch nicht mit der Story. Aber doch deutlich mehr als im ersten Teil. Don't fall behind. Ultimate Playhouse. Wow. Oh Mann, saugeiler Move. Oh, ich liebe die Kombo-Waffen. Ich brauche unbedingt einen Rollstuhl und eine Batterie. Rollstuhl und Batterie, da werden Träume wahr. Guter, gehen wir hier drüben hin. So, meine Armee scheint hier zu sein. Na, irgendwas da hinten noch? Haben wir alle? Yep, wir haben alle.